Der biozyklisch vegane Anbau ist ein gemeinnütziger Verein, der sich im deutschsprachigen Raum eben für den biozyklisch veganen Anbau einsetzt. Also einen Anbau, der nicht nur eben ohne Nutztierhaltung, kommerzielle Nutztierhaltung funktioniert, sondern auch tierische Düngemittel und Betriebsmittel ausschließt und eben rein pflanzlich Kreisläufe schließt. Wir versuchen eben als NGO da auf allen möglichen Ebenen zu wirken, also angefangen von Beratung für Erzeugerinnen und Erzeuger, Erstellung von Infomaterialien für verschiedene Zielgruppen, wie zum Beispiel auch für den Handel und die Verarbeitung, bis hin zu Aufklärung von Verbraucherinnen und Verbrauchern zum biozyklisch veganen Gütesiegel, das Anstoßen von Forschung, und auch das politische Wirken ist eigentlich ein Ziel, was wir gerade noch nicht so sehr verfolgen, aber eben auch wichtig ist für eine Verbesserung auf struktureller und politischer Ebene. Ja, das Projekt, habe ich schon gesagt, ist finanziert vom Umweltbundesamt. Die Tagung ist sozusagen auch ein Teil des Projektes, also eigentlich der letzte Projektbaustein. Deswegen erwähne ich das so. Also das Projekt heißt Veganer Ökolandbau und läuft jetzt noch bis Dezember. Ja, wir haben ja sehr viele Probleme im Moment im Agrar- und Ernährungssystem. Wir haben zudem eine Klimakrise, die auch durch Dinge, die nicht so gut laufen im Agrar- und Ernährungssystem, mit ausgelöst ist. Wir glauben, die Landwirtschaft der Zukunft hat eigentlich Potenzial und das Potenzial ist jetzt eigentlich höchste Zeit zu aktivieren. Und zwar sollte sie ihr Potenzial entfalten, indem sie ohne oder nur mit stark reduzierten Tierbeständen wirtschaftet. Da ist sich mittlerweile eigentlich die Wissenschaft einig. Die Tierhaltung trägt mehr als 15% zu den Treibhausgasen bei, vor allem eben über Lachgas, aber auch Methanemissionen. Und wenn wir die Tierbestände reduzieren oder die Tierhaltung abschaffen würden, könnten wir enorm viel Klimagase einsparen. Und da ist entsprechend ein ganz großer Hebel, den wir dringend betätigen sollten. Dann sollte Landwirtschaft ihr Potenzial auch auf der Ebene des Kohlenstoffs entfalten. Da wird uns gleich Johannes Eisenbach in seinem Vortrag im Forum Kompost auch nochmal ganz viel erzählen und auch in dem anschließenden Vortrag, warum biozyklisch veganer Anbau Kohlenstoff speichern kann und was da eigentlich für Potenziale drin stecken. Nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Stickstoff sollte möglichst in Form von Dauerbegrünung im Boden gespeichert werden, anstatt ausgewaschen zu werden. Also diese Kreisläufe sollten quasi gesunden und natürlich sollten wir pflanzliche Lebensmittel für den direkten menschlichen Konsum erzeugen. Dadurch können eben einfach weltweit, kann man ganz einfach ausrechnen, viel, viel mehr Menschen ernährt werden. Das ist eigentlich mittlerweile in unseren Zeiten sehr verschwenderisch, Getreide und andere ackerbauliche Produkte in den Tiermagen zu leiten und nicht direkt zu essen. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die eben auch dafür sorgt, dass das Artensterben aufhört, also sprich ökologisch stattfindet und mit einer großen Vielfalt, also einer großen Agrodiversität und eben ohne den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden etc. abläuft und grundsätzlich darauf ausgelegt ist, resilient zu sein. Also auch kommenden Klimakatastrophen, kommenden Klimaereignissen, mit denen wir rechnen müssen, besser standhalten zu können, indem gesunde Systeme aufgebaut werden, die eben auch in sich stabil sind und nicht so leicht kippen. Der biozyklisch vegane Anbau vereint die Vorteile des ökologischen Landbaus, die wir eben alle kennen, die Vorteile für zum Beispiel auch wilde Tiere oder die Ökosysteme um die Felder, mit der Idee des Veganismus, also eines anderen tierethischen Verständnisses. Da ist ja gerade auch schon im Film ein bisschen was durchgeklungen, was das so sein könnte. Ich sage nur noch mal kurz, was so die Merkmale sind. Es geht eben darum, habe ich gerade ja auch schon gesagt, weder Nutztiere zu halten, noch deren Fäkalien einzusetzen. Es geht ums Schließen organischer Kreisläufe. Da gibt es die zwei schönen Wörter Bios und Kyklos, die in dem Wort biozyklisch drinstecken, die eben für den Kreislauf des Lebens stehen, den wir versuchen zu imitieren, wie es eben auch in der Natur stattfindet, ohne dabei den Umweg über den Tiermagen zu nehmen, da das eben zu vielen Verlusten führt. Also dadurch, dass das Tier sich bewegen und atmen und essen und überhaupt Energie verbrauchen muss, kommt eben immer am Ende sehr viel weniger Kalorien bei rum, als wenn man eben direkt den Aufwuchs zum Beispiel wieder rückführen würde.
Der biozyklisch-vegane Anbau hat eine neue tierethische Dimension. Das heißt, es geht uns wirklich auch darum anzuerkennen, Tiere sind fühlende Lebewesen, die können Trauer spüren und Schmerz. Und das müssen wir ernst nehmen und da müssen wir schauen, dass wir das maximal vermeiden, dass das passiert. Und entsprechend ja, ist der biozyklisch-vegane Anbau der konsequenteste vegane Anbau. Und mittlerweile seit 2017, ich hoffe, jetzt habe ich es richtig gesagt, IFORM-akkreditierter Öko-Anbaustandard, das heißt weltweit verfügbar für Betriebe, kontrollierbar und zertifizierbar und damit eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehbar anhand eines Gütesiegels. Was ist das hier? Das kann man wahrscheinlich sich denken. Ist auch hier auf den Produkten drauf. Genau, das heißt, wir haben eine Form des Ökolandbaus, die tatsächlich klimaschonend ist, die aber auch Ökosysteme wie zum Beispiel die Gewässer und die Böden schont. Wir haben gerade im Film schon ganz toll gesehen, dass es ganz stark darum geht, das Bodenleben zu ernähren, also nicht die Pflanzen direkt, sondern den Boden, das Bodenleben zu stärken, um dadurch bodenphysikalische und bodenchemische Vorteile auch zu erzielen und einfach einen gesunden Boden aufzubauen. Und eben natürlich auch eine gesunde Artenvielfalt auf den Betrieben, die ja nur ausgeglichen sein kann durch Vielfalt, durch verschiedenste Lebewesen, die sich gegenseitig ausbalancieren. Das Projekt, was ich im Moment koordiniere und in dessen Rahmen diese Tagung stattfindet, hat einen ganz schönen Titel, nämlich Transformation des Ernährungssystems durch Entwicklung und Erhöhung des Beitrags des biozyklisch-veganen Anbaus. Also auch das Umweltbundesamt ist irgendwie einverstanden mit der Idee, dass sehr viel Transformationspotenzial im biozyklisch-veganen Anbau liegt. Und es gibt eben verschiedene Ziele, die ja, wir, glaube ich, auch erreicht haben durch das Projekt. Die lese ich jetzt nicht nochmal vor aus Zeitgründen. Sondern ich wollte ganz gern mal ganz schnell noch ein paar Projektergebnisse zeigen. Wir haben einmal einen Anbauleitfaden gemacht. Den gibt es draußen für eine Spende von 10 Euro zu erwerben. Das ist ein ganz großer Wälzer geworden. Wir haben einen YouTube-Kanal jetzt und da jetzt diesen Sommer ein Praxisvideo gelauncht. Das ist jetzt quasi neu. Das ist ein 7-minütiges Praxisvideo. Das werden wir morgen früh auch zeigen. Es gibt eine E-Learning-Plattform für interessierte Erzeugerinnen und Erzeuger. Die kann man auch draußen mal testen. Muss man sich einloggen für, das ist ein bisschen blöd, aber gut, so ist es halt. Wir waren auf den Öko-Feldtagen in diesem Jahr und auf der Biofach. Dort haben wir sehr viele Menschen auch erreichen können mit diesen Medien, die wir erstellt haben. Und wir haben auch vor allem auf der Biofach noch Materialien für den Handel präsentiert. Die liegen hier hinten, also eine Produktliste, ein Saisonkalender, verschiedene Handreichungen, so Factsheets für Verarbeiter und Händler. Genau, das ist so ja, ein kleiner Einblick in das, was in diesem Projekt jetzt passiert ist im letzten Jahr. Letzter Schritt, heute die Vernetzungstagung. Es mich sehr freut, dass wir jetzt hier so zahlreich zusammengekommen sind. Und ich wollte jetzt hier mit dieser Folie nochmal knackig auch rüberbringen. Nicht nur wir sehen das so, dass der biozyklisch-vegane Anbau Transformationspotenzial hat, sondern zum Beispiel auch der Verein Nahrhaft, der auch im Rahmen von einem UBA-Projekt eine Steckbriefsammlung gemacht hat zu Nischen im Ernährungssystem. Und Nahrhaft schreibt dem biozyklisch-veganen Anbau ein hohes Transformationspotenzial zu für das Ernährungs- und Agrarsystem. Dann gibt es eine ganz spannende Studie von Emily Cassidy und anderen Forscherinnen und Forschern, die modelliert haben, dass 4 Milliarden mehr Menschen als im Moment auf dem Planeten leben, satt werden könnten, wenn wir die Ackerflächen nur noch für die menschliche Ernährung nutzen. Also es ist ein enormes Potenzial. Und auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen sieht im biozyklisch-veganen Anbau einen Forschungsansatz eben für eine nachhaltigere und klimaschonende Landwirtschaft. Dass das auch ganz praktisch funktioniert, zeigt Johannes Eisenbach mit seiner Kompostanlage in Griechenland, in Kalamata. Hier auf den Bildern kann man sehen, was passiert, wenn man pflanzlichen Kompost ein paar Jahre liegen lässt und bepflanzt. Also ich finde das ganz beeindruckend und davon werden wir heute im Forum Kompost auch noch einiges hören. Wissenschaftlich untermauert hat das Ganze noch seine Tochter, Lydia Eisenbach. Hier kann man den grünen Balken sehen, das ist der Ertrag von Tomaten bzw. unten von Süßkartoffeln, die in Humuserde gewachsen sind im Vergleich zu in Rot konventioneller Düngung. Also ganz beeindruckend. Auch darüber wird Johannes sicherlich heute noch was erzählen.
Auch über die Tiere wollen wir natürlich sprechen. Die sind natürlich irgendwie abwesend und irgendwie sind sie natürlich auch anwesend. Wir wollen sie auf jeden Fall auch sichtbar machen. Das wird im Forum Tierethik passieren heute. Da werden wir vor allem darüber sprechen, wie können wir Tiere trotzdem noch in irgendeiner Form einbinden oder inwieweit wollen wir das und müssen wir das vielleicht auch. Wir werden auch über Wildtiere sprechen. Es wird morgen das Forum Wildtiere geben. Da wird es auch um Wildbienen gehen und auch um die Frage der Jagd, die natürlich sehr schwierig ist, weil eigentlich alle Betriebe ja im Jagdbereich drin sind. Ich wollte mit diesen Bildern nochmal zum Ausdruck bringen, es geht natürlich auch um wilde Tiere und es geht natürlich auch vor allem um Vielfalt, die auf den Betrieben stattfindet, womit eben der biozyklisch-vegane Anbau einen enormen Beitrag auch leistet zur Artenvielfalt. Genau, damit würde ich das Wort an Johannes Eisenbach übergeben, der uns einen Einblick geben wird in die biozyklische Humuserde.